Hallo und willkommen zu den Woche 2 Aufgaben. Durch die ganzen Midas-Dinger bin ich nicht dazu gekommen. Jetzt kann ich sie endlich angehen. Fange ich mal an mit den 1000 Metern Distanz zurücklegen. Und zwar 30 Sekunden nach der Landung mit dem Bus. Das macht man natürlich mit dem Whiplash am besten. Der pest richtig los. Dazu muss man wissen, wo die stehen. Bei Snooty Steps hier, wo ich gerade lande, da steht eigentlich immer einer. Mit dem kann man losdüsen und dann schafft man das auch. Ich habe 465 Meter geschafft. Im zweiten Match mache ich jetzt das gleiche, bloß bei Pleasant Piazza. Da steht auch immer einer. Fahre ich also die nächste Runde. Mal gucken. Ich habe ja bloß 30 Sekunden Zeit nach der Landung. Habe jetzt hier 951 Meter geschafft. Ja gut, drittes Match, um wieder eine Landung aus dem Bus hinzukriegen. Und jetzt kann ich auch den kleinen SUV hier nutzen und habe meine 1000 Meter voll. Plan ist, jetzt zu Poseidon zu fahren. Denn es soll mit Aphrodite, Artemis, Medusa oder Poseidon gesprochen werden. Ja, fange ich mal bei dem an. Den heuer ich auch gleich an. Der steht hier oben. Der Scherzkeks, der Grüne. So, den nehme ich gleich mit zur Verstärkung. Und ja, dann schnappe ich mir am besten einen Wagen und fahre dann, also meinen Wagen, den ich ja habe stehen lassen, und fahre dann zur Medusa bei Fancy Fields. Da kann ich mit ihr sprechen. Dann hätte ich da den zweiten im Kasten. Ist nicht so weit, geht eigentlich. Ich bin da relativ unbeschadet durchgekommen. Und da steht sie schon, die Medusa. Die Gorgonen, Hallöchen. So, jetzt habe ich den zweiten von drei. Jetzt noch mit Artemis und Aphrodite. Die ist auch am nächsten. Ich habe es nicht mehr geschafft zur Aphrodite. Die war schon weg. Und fange jetzt einfach ein neues Match an. Weil alle waren weg. Alle ansprechbaren Charakter von den Vieren. Spreche jetzt einfach nochmal Poseidon an und habe das dann auch geschafft. Dann habe ich dreimal mit denen gesprochen. Aber man kann also zweimal den gleichen NPC ansprechen. Das funktioniert auch. Ja, jetzt brauche ich Kopfschüsse. Die kriege ich hier recht gut zusammen. Einen hatte ich schon irgendwo im Spiel. Hier wartet einer auf mich. Und dem verpasse ich jetzt gleich auch nochmal was. Da, drei. Drei von fünf. Fünf Kopfschüsse müssen es sein. So, nachladen. Tschakka. Und da habe ich's. Yippie. Mal nachladen den Schild und er kommt. Oh, der ist so schnell. Habt ihr das gesehen, wie schnell der war? Ja gut, egal. Ich habe die Aufgabe mit den Kopfschüssen. Jetzt muss ich gegnerische Spieler eliminieren innerhalb von 10 Sekunden, nachdem ich Gebäude zerstört habe. Ja. Okay, neues Match. Probier das jetzt hier. Okay, loot mal ein bisschen. Ne, die Kette ist gut. Die Kette ist dafür immer ganz gut. Da kann man Gebäude kaputt machen, recht schnell. Und vielleicht auch den ein oder anderen Spieler. Ich brauche drei Spieler. So, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht, den Busch. Und da ist irgendwo ein Spieler. Da, gerade Busch gelandet. Sorry, tut mir leid. Ich brauche dich für meine Aufgabe. So, da ist irgendwie noch einer da hinten. Da noch kurz was kaputt machen. Da ist er. Auch Busch gelandet. Sorry, ja, ich weiß. Ist ganz böse, ne? Man landet und wird gleich platt gemacht. Frustrierend, kenne ich. Tut mir leid. Mache ich auch nie wieder. Naja, ich versuche es jedenfalls. So, zwei habe ich im Kasten. Da ist der dritte. Ich habe mit dem Auto den Busch umgefahren. Damit habe ich ein Gebäude kaputt gemacht. Und den dann innerhalb der Zeit erledigt. Hat geklappt. Und außerdem hat er noch ein episches Gewehr gehabt. Hier, das DMR. Das habe ich den auch abgenommen. Weil man muss drei Waffen einsammeln von gegnerischen Spielern, die mindestens episch sind. Und da liegt jetzt was Legendäres. So, mit Münze. Ja, da habe ich schon zwei. Also legendär geht auch. Und da ist auch noch was. Da ist episch. Die Drumgun. Die dritte Waffe. Yippie, ich hab's. Auch die Aufgabe ist erledigt. Drei Waffen einsammeln, die mindestens episch sind. Von Gegenspielern. Ja, jetzt Schaden von unten. Neues Match. Ich probier's. Sehe da auch jemanden. Treppe rauf, Treppe runter. Ich unten, sie oben. Überlebe ich nicht. Aber Aufgabe geschafft. Ja, und in dem Sinne, wünsch was. Ciao, ciao.